Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen. Im vergangenen Jahr entschied das OLG Bamberg, dass eine Ehe zwischen einer 14-Jährigen und einem 21-Jährigen zulässig sein soll. Das war der Auslöser für eine breite Diskussion in Deutschland, ob es bei uns Minderjährigen Ehen weitergeben darf. Und hält man sich vor Augen, dass, wie wir vom Deutschen Menschenrechtsinstitut erfahren haben, in den Flüchtlingslagern im Nahen Osten die Hälfte der dort eingegangenen Ehen unter Beteiligung mindestens eines Minderjährigen ist, dann haben wir, glaube ich, auch bei uns hier erheblichen gesellschaftlichen Handlungsbedarf. Oft hat der Druck aus der Familie, auf ein Mädchen die Ehe mit einem älteren Mann einzugehen, nichts mit Islam zu tun, sondern dahinter steckt oft die Sorge, dem Mädchen eine vermeintlich sichere wirtschaftliche Existenz zu geben. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, halte ich für eine fatale Entwicklung. Denn wenn ein Mädchen aus einem Land zu uns kommt, ein minderjähriges Mädchen, dann muss doch die Antwort eines modernen Sozialstaates sein, genügend Angebote für das Kind zu machen, Sozialarbeiter zur Seite zu stellen, die Jugendämter Personal auszustatten. Aber, liebe Kolleginnen von den Grünen und von den Linken, die Antwort eines modernen Sozialstaates kann doch dann nicht die Empfehlung sein, zu akzeptieren, dass dieses minderjährige Mädchen einen alten Mann heiratet, der sie dann möglicherweise absichert. Wir werden mit diesem Gesetzentwurf das Ehemündigkeitsalter für Ehen, die in Deutschland geschlossen wurden, ausnahmslos von 16 auf 18 Jahre heraufsetzen. Und Ehen von unter 16-Jährigen sind nichtig, ohne dass es hierfür eines Aufhebungsverfahrens bedarf. Besonders praktische Relevanz hat das für die im Ausland geschlossenen Ehen. Ehen von 16- bis 18-Jährigen sind durch richterliche Entscheidung aufzuheben. Nur im Ausnahmefall, und da haben wir die Hürden sehr hochgelegt durch unsere Formulierung, nur in besonderen Ausnahmefällen kann ein Gericht diese Ehe aufheben. Und intensiv haben wir in der Tat diskutiert, ob alle Ehen nichtig sein sollten von Minderjährigen oder ob wir uns für das Aufhebungsmodell entscheiden. Und ich finde, wir haben hier einen guten Kompromiss gefunden, der darin besteht, dass die Jugendämter verpflichtet sind. Die Jugendämter müssen zwingend ab Kenntnis der Beteiligung eines Minderjährigen an der Ehe den Aufhebungsantrag stellen, also eine Muss-Vorschrift, keine Soll-Vorschrift. Und damit ist gewährleistet, dass diese minderjährigen Ehen auf jeden Fall von einem Familiengericht überprüft werden. Und insbesondere für diesen Personenkreis gibt es auch die Möglichkeit, Frau Kollegin Keul, dass die Ehegatten sagen, wir sind zwar als unter 18-Jährige getraut worden, aber wir führen eine glückliche Ehe. Diese Entscheidung können Sie als Volljährige treffen und dann findet kein Aufhebungsverfahren statt, sodass etwa die Gastarbeiterfamilien, die sich Sorgen machen, keine Sorge haben müssen, dass ihre Ehe einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt wird. Und ein letztes, wir gehen mit diesem Gesetz nicht nur gegen die standesamtlichen Trauungen vor, sondern wir führen auch ein Trauungsverbot ein für religiöse Trauungen, weil oft der Druck auf Mädchen, sich an einen älteren Mann zu binden, genauso hoch ist wie bei einer standesamtlichen Ehe, wenn sie durch eine religiöse Handlung oder eine traditionelle Handlung getraut werden. Und deswegen führen wir ein Bußgeld ein, wer eine solche religiöse Trauung vornimmt, obwohl keine standesamtliche Ehe möglich ist, der wird mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro belegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetz folgen wir nicht irgendwelchen rechtspopulistischen Sprüchen, sondern wir nehmen Empfehlungen auf, wie es viele Organisationen, denen der Kinderschutz am Herzen liegt, uns empfehlen. Wir schützen hiermit die Mädchen, und das ist ein wichtiges Ziel, und deswegen sollten wir diesem Gesetz zustimmen. Das Wort hat jetzt die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU.